Ein satter Sieg für die CDU bei der Landtagswahl im Saarland. 40,7%, mit dieser Deutlichkeit hat wohl keiner so gerechnet. Der Schulz-Effekt konnte die SPD im Saarland nicht wirklich in die Höhe treiben. 29,6%, da hatten sich die Sozialdemokraten mehr versprochen. Verluste gab es auch für die Linke und für die Grünen, und die Liberalen ging es ganz bitter aus. Die scheiterten nämlich beide an der 5%-Hürde, während die AfD mit 6,2% zum ersten Mal in den Landtag im Saarland einziehen wird. Hier in der Bundespressekonferenz zogen heute die Verlierer der gestrigen Wahl Bilanz. Sie sahen sich heute jedoch so gar nicht als Verlierer. Die Parteivorsitzenden der Linken Katja Kipping und Bernd Rixinger wischten den Verlust von mehr als 3% vom Tisch und bewerteten die 12,9% als ein Wahlergebnis, das sich in jeder Hinsicht sehen lassen kann, zumal eine mögliche Dreierkonstellation mit der SPD und den Grünen ja nur äußerst knapp gescheitert sei. Ich glaube nicht, dass wir uns verstecken müssen, wenn wir in einem westdeutschen Bundesland ein Ergebnis um die 13% haben. Ja. Natürlich macht es uns nicht glücklich, wenn wir Stimmen verlieren. Aber es ist kein Ergebnis, wo wir den Kopf hängen lassen müssen. Im Unterschied jetzt zu den Grünen, die, glaube ich, wirklich den Fehler gemacht haben, die sozialen, wirtschaftlichen und Arbeitsmarktthemen zu vernachlässigen. Wenn wir allein eine Situation hätten, wo die Grünen 1% mehr hätten, hätte es womöglich für Rot-Rot-Grün gereicht und wir hätten heute komplett andere Titelseiten, als wir es jetzt haben. Und das meine ich jetzt nicht als Vorwurf an die Grünen, dass sie nicht die 1% geschafft haben. Da gehen auch sozusagen bei uns die Meinungen auseinander, ob man da jetzt Mitleid haben muss oder nicht. Aber Tatsache ist, 1% mehr bei den Grünen, die wären drin gewesen. Es hätte im Bundestag für Rot-Rot-Grün gereicht und das hätte sofort sozusagen zu einem ganz anderen medialen Diskurs geführt. Fragezeichen, kommt jetzt Rot-Rot-Grün erst in Saarbrücken, dann im Bund und so weiter. Da das nicht erfolgt ist, stehen heute nun ganz andere Nachrichten obendrauf. Die Grünen räumten dagegen klar ihre Niederlage ein. Den Grund sieht die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt vor allem in den Umfragen vor der Wahl, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen der zwei großen Parteien CDU und SPD prognostizierten. Für uns ist klar, das ist ein bitterer Abend, ein bitteres Ergebnis und da gibt es nichts schön zu reden. Wir haben keine Machtoption, keine wirkliche Machtoption gehabt. Ich glaube, das hat auch in den letzten Tagen dazu geführt, dass die Mobilisierung an anderer Stelle stattgefunden hat, mit dieser Expertenblase, die auf der einen Seite ein Kopf-an-Kopf-Rennen attestiert hat und dazu geführt hat, dass bei uns die einen zur Union gewechselt sind, die Wählerinnen und Wähler, und die anderen halt zur SPD und es uns am Schluss damit aus dem Landtag gekegelt hat. Für den Parteivorsitzenden der Liberalen ist klar, dass es für die Wähler im Saarland einen taktischen Grund gab, die FDP nicht zu wählen. Und das war die Drohkulisse eines rot-roten Bündnisses. Viele, die erwogen haben, die Freien Demokraten zu unterstützen, haben natürlich in dieser Ausgangslage, wo auch schon seit mehreren Wochen unklar war, ob die FDP den Sprung schafft, entschieden, lieber auf Nummer sicher zu gehen und die CDU zu wählen, auch unter Zurückstellung von Bedenken. Man hat das auch offen gesagt, ja, also fänden gut, wenn, aber in dieser Situation muss alles getan werden, um eine Regierungsbeteiligung der Lafontaine-Partei zu verhindern. So ist das eben nun dort gewesen. Eine Interpretation, die die Linke natürlich nicht teilt. Im Gegenteil, wenn die Karte Rot-Rot richtig gezogen worden wäre, also klar formuliert und inhaltlich unterlegt, hätte das auch funktioniert. Es gibt jetzt auch Versuche schon, sozusagen die Möglichkeit eines Politikwechsels abzuschreiben oder zu sagen, ja, das war auf jeden Fall die Angst vor Rot-Rot, die dort der CDU-Wähler zugetrieben hat. Meine Analyse geht ein Stück weiter. Ich würde sagen, die Aussagen zu Rot-Rot waren zumindest von Seiten der SPD so ungenau, dass es gereicht hat, die Angstmache zu füttern. Und diejenigen, die das unbedingt verhindern wollten, und sie waren aber zu unkonkret, um dass wirklich Begeisterung entstehen konnte, eine breite Mobilisierung für eine wirkliche Gerechtigkeitswende, für einen wirklichen Politikwechsel. Und ich finde, daraus lässt sich schon eine mögliche Lehre für die Auseinandersetzung auf Bundesebene ziehen.
Wenn wir begeistern wollen für eine Gerechtigkeitswende, dann muss man sehr konkret werden und muss auch deutlich machen, dass es darauf eine Perspektive gibt und nicht im Ungenauen verharren. Und an die Adresse der SPD sage ich deswegen ganz klar, damit der Schulz-Zug kein Zug nach nirgendwo wird, braucht es jetzt eine klare Ansage von Martin Schulz, was er umsetzen möchte und auch mit wem er das konkret umsetzen möchte. Was allerdings nicht bedeuten soll, dass die Linke mit Blick auf die Bundestagswahl einen reinen Lagerwahlkampf führen will. Wenn man eine Lehre aus dem Ergebnis im Saarland ziehen will, dann die, das eigene Profil noch mehr zu schärfen. Wir wollen selber stark werden. Wir wollen deutlich machen, dass umso stärker die Linke ist, umso eher kann sie praktisch auch das durchsetzen, was im Übrigen die SPD jetzt propagiert. Die SPD reagiert ja nach den Wahlen meist ein bisschen anders als vor den Wahlen. Und die zusätzlichen Konzepte, die die Linke präziser hat, die können wir in die Auseinandersetzung einbringen. Ich finde, das ist eigentlich für die Wähler und Wählerinnen eine ganz klare Botschaft. Wir sind nicht irgendwie Mehrheitsbeschaffer für irgendeine Regierungsoption, sondern wir sind ein Teil einer politischen Veränderung, eines Politikwechsels, der tatsächlich bricht mit der Politik der letzten 20 Jahre und dazu beiträgt, dass es Millionen von Menschen in diesem Land besser gehen wird. Ich kann nur sagen, ich werbe darum, dass es zu einer wirklichen Gerechtigkeitswende kommt. Das setzt aber voraus, dass man sicherstellt, dass niemand in Armut fällt, dass man wirklich die Reichen zur Kasse bittet, denn nur dann funktioniert das so. Das lösen wir aber nicht, indem wir jetzt stalkingartig in SPD und Grünen hinterherlaufen. Ich weise nur auf dieses Phänomen hin. Wenn man Begeisterung entfalten will, müssen alle drei Akteure dafür werben. Einen kommenden Wahlkampf mit klarem Bekenntnis zu einer rot-rot-grünen Koalition wird es mit Katrin Göring-Eckardt jedoch nicht geben. Das machte die Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin auch heute wieder deutlich. Was die Frage der Zuspitzung im Herbst angeht, wir alle wissen nicht, wie dann die Situation sein wird. Wir wissen noch nicht mal, wie dann die Umfragen sein werden. Und wir wissen nach der Saarlandwahl, irgendjemand hat es vorhin gesagt, die Vorhersagen für die Grünen waren richtig, aber der Rest war halt falsch. Und insofern werden wir uns auch da nicht nach Umfragen richten können, aber wir werden schon sagen, welche Politik wir machen wollen und wo wir Übereinstimmungen mit wem haben und wo wir eben keine Übereinstimmung haben. Das werden wir machen können. Es wird aber eine inhaltliche Auseinandersetzung sein, weil ehrlich gesagt möchte ich weder, dass die grünen Wählerinnen und Wähler in erster Linie Herrn Schulz oder Frau Merkel wählen, sondern die sollen ja grün wählen. Und genau darum wird es auch gehen. Und auch die Liberalen sprachen sich heute klar gegen einen Lagerwahlkampf aus. Wir sind ja Überzeugungstäter und wir sehen uns sozusagen als ein eigenes Lager, weil wir ein individualistisches Menschenbild haben, ein optimistisches Menschenbild haben, das zunächst mal davon ausgeht, dass der einzelne Mensch fähig ist, aufgerufen ist zur Eigenverantwortung, zur Selbstbestimmung, dass er von Natur aus empathisch, großzügig und tolerant ist. Mit diesem sehr optimistischen Menschenbild unterscheiden wir uns von Linken wie von Rechten oder Konservativen, weil die Konservativen glauben, dass der Mensch böse und verführbar ist, deshalb braucht es Law and Order. Und die Linken glauben, dass er schwach und anleitungsbedürftig ist, deshalb braucht es Stützräder. Und unser positives Menschenbild teilt sonst kein anderer. Und deshalb würde es wenig Sinn machen, jetzt in irgendein Lager zu wechseln. Inhaltliche Konsequenzen für das Bundestagswahlkampfprogramm waren heute nur von den Grünen zu hören. Linke und FDP sehen dafür keinen Bedarf. Es gibt sicherlich einen Befund, den Frau Meier-Kluche vorhin auch beschrieben hat, nämlich, dass es nicht reicht, auf ökologische Themen zu setzen, die erst in ferner Zukunft eine Wirkung haben werden. Und das ist ja einer der Punkte, den wir versucht haben, uns schon auf die Fahnen zu schreiben, zu sagen, was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? Was bedeutet ökologische Transformation für Arbeitsplätze, die verloren gehen könnten, ohne dass es die ökologische Transformation gibt? Und am Beispiel Automobilindustrie haben wir das ja auch sehr praktisch deutlich gemacht und müssen das, glaube ich, auch noch sehr viel deutlicher machen. Und diese ganz praktischen Fragen davon, was haben wir heute schon für Auswirkungen der Klimakrise, das werden wir uns sehr genau anschauen, wie die Ansprache im Saarland war und was wir daraus lernen können, weil das gehört einfach dazu. Also, dass man aus jeder Landtagswahl, egal ob sie erfolgreich war oder nicht erfolgreich war, sich anschaut, was kann man lernen, positiv wie eben auch negativ. Und das finde ich jedenfalls eine Sache, die für uns
noch mal eine Veränderung bedeuten sollte. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das zog sich heute wie ein roter Faden durch die Pressekonferenzen. Mit hoher Erwartung wird jetzt auf die nächsten Wahlen geschaut. In Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen bereits im Mai, um dann den Fokus auf die Bundestagswahl im Herbst zu richten. Tja, es wird ein spannendes Jahr für alle politisch Interessierte.